Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir malen heute wieder ein winterliches Bild, passend zur Jahreszeit. Und ich grundiere mir hier mein Aquarellpapier mit Hellblau. Und ich nehme die Acrylfarbe wieder deckend, also einfach so, wie sie aus der Tube kommt. Ihr könnt auch Acrylpapier nehmen, das gibt es eh auch speziell für die Acrylfarbe. Oder natürlich auch auf einer Leinwand malen. Mein Papier klebe ich mir immer gern mit Malerkrepp auf die Arbeitsfläche. Das heutige Motiv habt ihr eh gesehen, eben eine Winterlandschaft mit einem Schneemann im Vordergrund. Und ich male mir jetzt hier den Hintergrund, das heißt den Himmel. Ich habe hier ein bisschen Weiß eingearbeitet und eine Nuance Rosa mit Weiß gemischt. Und ja, so ein Altrosa quasi in den Himmel, und das darf ruhig ein paar Streifen haben, das muss nicht komplett einheitlich ineinander geblendet werden. Und das ist so mein Himmel im Hintergrund, und ich habe mir den Vordergrund auch gleich blau grundiert, wo dann einfach der Schnee drüber kommt. Das ist einfach der Untergrund. Ihr könnt das Ganze durchaus ein bisschen heller oder dunkler machen, je nachdem. Ich möchte heute zur Ausnahme mal ein winterliches Bild machen, was ein bisschen insgesamt heller ist, frischer ausschaut, weil die letzten Schneelandschaften doch ein bisschen eher dunkler und düsterer waren. Und genau, deswegen nehme ich eher eigentlich so fast Urlaubsblau und helle Blautöne. Und ja, da könnt ihr sogar noch ein bisschen heller werden, wie ihr wollt. Ihr könnt auch ein bisschen ein Wasser nehmen, um das dann ineinander zu blenden. Und ja, wie ich das jetzt mache, ich möchte einfach am Horizont ein bisschen so einen hellen Schimmer haben. Und da kommt dann unsere Bergkette hin. Das heißt, am Horizont sieht man wieder so ein paar verschneite Berge. Ich weiß, das kennt ihr von vielen meiner Videos. Das mache ich einfach irrsinnig gern, wenn ich Landschaften male. Ihr könnt natürlich auch am Horizont bewaldete Hügel machen, das so halt irgendwie auslaufen lassen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja. Ich finde das gerade zu einer Schneelandschaft halt ultra passend, und ich finde diese Berge halt gerade so für Anfänger auch ziemlich gelingsicher, wenn man weiß, wie man die macht. Ja, genau. Ich habe ein eigenes Tutorial dazu. Ich habe in einigen Videos, wie gesagt, auch die Berge erklärt. Ich mache das jetzt hier ein bisschen so im Schnelldurchlauf. Wenn euch das näher interessiert, könnt ihr ja dann auf die Tutorials schauen. Und zwar im Grunde ganz simpel bei den Bergen. Wir nehmen uns eine linke Seite und eine rechte Seite her. Machen das eher so pyramidenförmig quasi. Muss aber nicht so straight sein. Also das kann ruhig ein bisschen verschwommener sein oder wie auch immer. Und eine Seite mache ich einfach dunkler, in dem Fall eher so einen Grauton, und eine ein bisschen heller. Und wenn ihr einen Spachtel habt oder ein kleines Holzstückchen, dann funktioniert das besser. Wenn ihr die weiße Farbe dann wirklich drauf spachtelt, das heißt an der Spitze ansetzt und einmal hinunterzieht, locker, dann entsteht einfach eine Struktur, wo wir ein bisschen weiße Farbe haben, ein bisschen der Untergrund durchblinkt, und das wirkt sehr realistisch. Ich habe das mit dem Pinsel getupft, das funktioniert auch, allerdings ein bisschen schwerer und hat vielleicht nicht den realistischen Touch, den manch einer erreichen will. Genau, das zu den Bergen. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, zwei Tutorials nur Bergen gewidmet. Und in vielen Videos, auch in diesem Dezember, habe ich es eh auch erklärt, aber ich wollte es für jeden, der neu einschaltet, einfach noch kurz im Schnelldurchlauf erklären. Zwischen den Bergen und dem Vordergrund als Übergang möchte ich so eine bewaldete, so Hügeln oder Struktur einfach hier haben. Das heißt, ich habe mir einfach ein dunkles Grün genommen. Ihr könnt auch noch ein dunkleres Grün nehmen oder auch ein dunkelblau, und mache mir hier nur die bewaldeten Hügel. Da schaue ich einfach, dass die Oberlinie lauter kleine Spitzen aufweist, wie von den Tannenbäumen. Genau, ja, fertig. Viel mehr muss das eigentlich nicht haben. Also ich arbeite da keine Tannenbäume im Detail oder so aus. Ich weiß, das kennt ihr auch von anderen Videos von mir. Das ist einfach eine Art und Weise, wie ich das gerne mache, solche Landschaftsbilder. Ich nehme dann ein Weiß und tupfe mir da ein paar kleine Spitzen quasi auf, noch von diesen bewaldeten Hügeln, damit es ein bisschen so ausschaut, so vielleicht ein paar Tannenbaumspitzen.
die ein bisschen verschneit sind, die da ein bisschen hervorblitzen. Kann man aber weglassen. Dann nehme ich mir ein Weiß und gehe direkt unten bei der Waldesgrenze her und male mir hier gerade mit waagerechten, lockeren Pinselstrichen diese Le Schneelandschaft ein bisschen vor und genau, ein bisschen rangezoomt, damit ihr das besser sehen könnt. Und das ist dann auch schon meine Schneelandschaft. Also dadurch, dass wir das unten blau grundiert haben, habe ich hier einfach auch meine Stellen, die ein bisschen dunkler und so sind, und mache mir hier nur die Ober Linie der Hügel, die verschneit sind. Genau, ja, damit man das ein bisschen erkennt. Und hier lasse ich tatsächlich auch ziemlich viel Blau auch durchschimmern. Das stört mich in dem Fall überhaupt nicht. Das ist einfach das hinterliegende, die hinterliegende Schneelandschaft, und im Vordergrund machen wir dann noch einen Bereich, wo einfach weniger Blau durchscheint. Das ist dann näher beim Betrachter. Ja. Genau. Und ich wollte es ja vor allem auch simpel halten. Also eine wirklich sehr einfach gehaltene Schneelandschaft, die auch jeder blutige Anfänger relativ einfach nachmalen kann. Genau. Ich habe dann noch überlegt, wie wir den Vordergrund ein bisschen gestalten. Es gibt ja ein eigenes Video auch mit so einer Rodelfahrt. Deswegen wollte ich das da jetzt nicht machen. Ich wollte hier eigentlich vor allem einen Schneemann einbauen und ein paar Tannenbäume. Und ja, wollte aber den Schneemann jetzt auch nicht im Vordergrund zu sehr in der Mitte oder so haben. Genau, das heißt, ich habe mir jetzt hier mal zuerst die Tannenbäume gemalt, wo ich die halt haben wollte. Ihr seht eh, ich tupfte mit einem Pinsel eben nach rechts, nach links diese spitz zulaufenden Ästelchen. Gerade für Tannenbäume könnt ihr perfekt einen Fächerpinsel verwenden. Man kennt das ja auch aus den Bob Ross Videos, sagt euch sicher was. Ich habe tatsächlich auch einen Fächerpinsel. Ich kann euch das mal in einem Video auch mit dem Fächerpinsel zeigen. Ich muss gestehen, dass ich ihn eigentlich nie bis extrem auch einfach ungern in Videos verwende, weil ich mir immer denke, ich möchte euch das zeigen mit Dingen, die jeder, der gerne malt, schnell daheim haben kann. Wenn ich finde, Fächerpinsel sind jetzt nicht in jedem einzelnen Pinselset zu bekommen, zumindest bei uns. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und ja, Fächerpinsel muss man fast wirklich schon im Künstlerbedarf kaufen oder halt online bestellen. Ich hatte sehr, sehr lange keinen und deswegen benutze ich ungern einen, weil ich mir denke, dass es wahrscheinlich von meinen Zuschauern mindestens die Hälfte gibt, die keinen haben. Und es geht einfach auch ohne. Ja. Das ist wie bei größeren YouTubern, ich möchte jetzt keine Namen nennen, die begonnen haben klein und die Backvideos so gemacht haben mit Kochgerätschaften, die wirklich jeder zu Hause hat. Und das war einfach eine Freude, auch die Rezepte danach zu backen. Und ab einer gewissen Größe schon so viele Geräte und Sachen in der Küche hatten, die der Otto-Normalverbraucher halt nicht hat. Und ich persönlich finde das halt dann immer ein bisschen nervig, weil ich das dann nicht eins zu eins alles nachmachen kann, ne? Und ja, von daher ist das der Grund, warum ich den Fächerpinsel fast nie benutze. Eine ewig lange Erklärung für sowas. Ja, aber ich habe mir die Tannenbäumchen 3 eben hier ins Bild gesetzt und ein bisschen ein Dunkelblau auch eingearbeitet. Und mir jetzt hier mal am Fuße der Bäumchen ein bisschen schon so den Schnee strukturiert. Den mache ich, wie gesagt, immer mit waagerechten Linien, ganz wichtig. Und da pappe ich eigentlich ziemlich großzügig auch die Acrylfarbe drauf. Auch hier wieder natürlich deckend. Ich habe schon ein paar und ich kann mehrere Videos machen, wo man Acrylfarbe auch eher mehr wie Aquarellfarbe verwendet, also verdünnt. Aber ich verwende sie halt deckend am liebsten. Das ist ja, finde ich, eigentlich die Eigenschaft, die die Acrylfarbe so großartig macht. Ich deute mir hier ein bisschen den Baumstamm noch an am Fuße von den Bäumchen. Der kann auch ein bisschen Schnee abhaben, aber das muss gar nicht so deutlich und Ding sein. Zumindest nicht für das Motiv, wenn ihr das von mir eben nachmalen wollt. Genau, ja. Und natürlich die Tannenbäumchen bekommen ein bisschen einen Schnee. Das heißt, ich entscheide mich da einfach immer für die jeweiligen Ästchen, dass ich da oben ihnen ein bisschen ein Schnee drauf tupfe.
Wichtig ist, dass die Hälfte, die untere von einem Ast, immer grün bleibt, dass das Grün da einfach durchschaut. Und im Grunde kann man das, also eine Möglichkeit von vielen Techniken ist, dass man hier im Grunde so ein bisschen kreisrum arbeitet, immer so in einem Halbbogen und hier da so ein paar Linien setzt. Ihr seht das, glaube ich, ganz gut, man erkennt das ganz gut mit so weißen Strichen, wo eben der Schnee dann liegt. Ja, dazwischen hat man dann die Halbkreise mit dem dunkelblau-grün durchblitzen und so entsteht auf ziemlich einfache Art und Weise ein Tannenbaum. Gibt verschiedene Techniken, klarerweise. Auch hier könnte man eigentlich eher auch mit dem Fächerpinsel arbeiten oder mit einem flachen Pinsel. Ich mache es wie gesagt gerne so und mit dem Rundpinsel, kann euch aber in anderen Videos das auch anders zeigen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Fertig ist das verschneite Tannenbäumchen und das wiederholen wir natürlich und für die drei Bäumchen. Ihr könnt das natürlich individuell machen, ihr könnt auch verschieden viele Bäumchen ins Bild setzen, ihr könnt die auch verschieden ins Bild positionieren, zum Beispiel einen eher weiter weg, das heißt kleiner und der endet auch quasi höher im Bild, dann erzeugt er einfach ein bisschen mehr Perspektive und Tiefe. Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber so kann man sich auch ein bisschen damit dann spielen und ja, eben mehr Bildtiefe auch erschaffen. Ja, aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte, dass der Hintergrund im Grunde wirklich im Hintergrund liegt, dass es aussieht, als würde man vorne auf so einem Schnee, Abschnitt stehen. Da hat man seine drei Tannenbäumchen, eben einen Schneemann und einen Schlitten im Vordergrund. Ja, genau. Ja, auch den dritten Tannenbaum habe ich eingeschneit und da verwende ich halt wirklich großzügig die Acrylfarbe. Vielleicht auch noch zu dem Malerkrepp, mit dem ich das Papier immer auf die Arbeitsfläche klebe. Hat ja mehrere Funktionen. Einerseits, dass das Bild weniger Wellen schlägt. Ich habe einen schönen Rand, einen Abschluss von meinem Bild. Das heißt doch tatsächlich Malerkrepp, Künstlerkrepp. Und das könnt ihr, also bei uns gibt es das auch in den ganzen Papiergeschäften, wo die ganzen Schulsachen und so sind, bekommt man das halt auch. Und was ich eigentlich, auf was ich hinaus wollte, bei manchen Bildern bei mir seht ihr, dass ich den Hintergrund grundiere und dann das Malerkrepp entferne. Das sind meistens Bilder, wo ich ein Motiv noch ins Bild setze, wie zum Beispiel die Grinch-Hand, wo wirklich nur die eine Hand ins Bild ragt mit der Weihnachtskugel. Das mache ich, weil ich nicht mehr so viel vom Papier durchtränke mit Feuchtigkeit von Farbe oder Wasser, dass es großartig noch Wellen schlagen kann. Wenn ich aber ein Bild wie dieses male, wo ich ja noch sehr viel Farbe auch abseits vom Hintergrund auftrage, lasse ich das Malerkrepp bis fast gegen Ende, ja, mehr oder weniger. Nur so ein bisschen als Erklärung, wenn ihr euch fragt, warum ich manchmal früher, manchmal später das Malerkrepp entferne. Im Grunde könnt ihr das aber lassen bis zum Schluss, bis ihr fertig seid mit dem Bild, ja. Das mache ich oft aus anderen Gründen so früh wie möglich ab, damit ich das Bild einfach auch ein bisschen besser drehen kann. Ich male zwar bewusst auf so einem Klemmbrett, wo ich mir das Papier immer drauf klebe, damit ich es ein bisschen drehen kann, auch vor der Kamera. Aber ja, ist dann halt einfacher, wenn das Blatt Papier dann nicht mehr festgeklebt ist. Wir malen uns jetzt hier den Schneemann. Den habe ich zuerst mit grauer Farbe ein bisschen so vorstrukturiert und vor allem die eine Seite lasse ich dunkler. Das heißt, rechts haben wir einfach ein bisschen mehr, so ein dunkelblau oder ein Grauton und links trage ich vor allem viel mehr Weiß auf. Warum mache ich das, den Schneemann ein bisschen plastischer zu machen? Vor allem auch, weil einfach ich mich für eine Seite entscheide, die etwas mehr im Licht ist. Gerade solche Details hättet ihr bei den Tannenbäumen auch einarbeiten können, dass zum Beispiel der Schnee auf der rechten Seite einfach dann ein bisschen vielleicht ins Grau geht oder ins Blau geht, weil er einfach dunkler ist, dem Licht eher abgewandter, muss man aber nicht, ja. Also das eigentlich im Freien wäre der Schatten vom Schneemann vielleicht nicht so krass, weil wir eine Lichtquelle auch von oben haben. Und ja, aber wie gesagt, das wollte ich einfach gern machen, um ihn auch plastischer zu machen. Ich setze ihm hier einen Hut auf, einfach mit
dunkelblauer oder schwarzer Farbe könnt ihr das machen. Gebe ihm ein Gesicht, einen gepunktelten Mund und natürlich seine zwei Knöpfe. Und ja, beim Hut arbeite ich dann ein bisschen mit einem helleren Grau, auch hier, um ein bisschen dann Tiefe zu schaffen und so ein Spiel zwischen hell und dunkel einzuarbeiten. Und was natürlich noch fehlt, genau ein bisschen noch mehr rangezoomt, damit ihr das noch ein bisschen besser sehen könnt. Und genau, einfach hier mit ein paar Strichen mit Weiß kann man dann schon viel erreichen, dass man einfach auch diese Hutkrempe besser sieht. Und was dem Schneemann natürlich noch fehlt, ist die Karottennase. Die habe ich hier jetzt auch aufgetupfelt. Und genau, da könnt ihr auch einen Hauch von Orange zum Beispiel einarbeiten. Ihr könnt euch damit Farben ein bisschen spielen, gerade beim Schnee. Schnee reflektiert verschiedene Farben. Und gerade wenn ihr zum Beispiel einen Sonnenuntergang oder so malen würdet, dann kann sich einfach das Licht von der Sonne im Schnee wunderschön auch irgendwo spiegeln oder der Schnee das ein bisschen dann auch zurückwerfen und das kann man eben auch einbauen, wenn man da mehr Details oder so will. Ich habe es ja ziemlich simpel gehalten, aber nur mal so am Rande. Mit einem Dunkelbraun habe ich mir hier noch die zwei Hände aus Ästen gemalt und so gesehen ist unser Schneemann fertig. Ja. Kann man einfach noch ein paar Details nacharbeiten. Vielleicht auch, dass die Äste die Hände ein bisschen einen Schnee abgekriegt haben, der sich da oben ein bisschen sammelt. Ja, genau. Das ist dann im Groben unser Schneemann. Ich habe mir dann noch kurz überlegt, ein paar Kinder ins Bild zu setzen, die einen Schlitten eben ziehen. Oder ja, dann noch den Schneemann vervollständigen. Habe mich dagegen entschieden, da hätte ich das Bild dann eher gerne. Wie soll ich sagen, hier diesen Schneehügel ein bisschen weiter nach hinten dann noch verlagert. Sonst wäre mir das zu viel im Vordergrund gewesen beim Bild. Ich kann es schwer beschreiben. Ich habe mich dann dagegen entschieden, habe aber schon einen Schlitten noch ins Bild gesetzt. Ist halt, als wären die Kinder zum Mittagessen gerufen worden und hätten hier einfach über gelassen, ja, den Schneemann eben und den Schlitten. Ich habe ein Bild gemalt, wo ein Kind mit dem Schlitten runterrodelt, einen Hügel. Genau, das kann man sich auch anschauen, wenn man das eben mag. Und wir können ja auch noch sowas machen wie ein paar Kinder, die im Schnee oder so spielen. Für dieses Bild, für heute, war mir das dann ein bisschen too much. Ja, deswegen habe ich hier nur einen Schlitten angedeutet, einfach nur den Sitzbereich. Dann im Vordergrund diese, ja. Diese Holzschnecke. Ich weiß immer noch nicht, wie das beim Schlitten heißt. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Schande über mein Haupt, dass ich es nicht weiß. Aber ich weiß es einfach nicht. Ja. Das sind so Dinge. Ja. Das sind manchmal so alltägliche Dinge. Ich meine, gut, ein Schlitten ist jetzt nicht in dem Sinn alltäglich. Aber viele von uns hatten als Kind einen. Also ich zumindest. Und weiß trotzdem nicht, wie das heißt. Ja. Keine Ahnung. Ja, ist wie es ist. Genau, ja, und so war ich eigentlich auch zufrieden mit dem Motiv an sich. Ich habe jetzt noch Schnee hinzugefügt, einfach wieder aufgetupft. Ihr wisst eh, ihr könnt das auch mit einer Zahnbürste und einem Sieb oder so machen. Ich tupfe das gern per Hand einfach auf. Und dann, ja, habe ich mein Malerkrepp einfach auch entfernt und das ist das fertige Bild. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß beim Nachmachen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!